Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich bin mit einer sehr dunklen Farbe gestartet, das ist das Permanent Blau-Violett. Und ich werde mit Hilfe des Neapelgelbs daraus eine leicht pastellige Farbe gestalten und verblende die beiden Farben miteinander. Wenn man das Ganze mit einer Lasur machen würde, also mit viel Wasser, würde die Verblendung etwas feiner ausfallen und die Übergänge wären viel sanfter. Doch das ist heute nicht das Thema für meine Leinwand. Ich möchte gerne zwei Farben in meiner Hintergrundbemalung haben und verblende diese am Ansatz. Und die zweite Farbe, die ich verwende, ist das Naphtolrot Mittel. Das ist ein bisschen dunkler als das Orangerot, was ich in der vorletzten Woche eingebunden habe. Das Permanent Blau-Violett ist, trotzdem es so dunkel erscheint, eine transluzente Farbe. Und das bedeutet, dass diese teilweise lichtdurchlässig ist. Am besten kann man das, glaube ich, damit erklären. Wir sind ja jetzt gerade in der herbstlichen Jahreszeit und es werden wieder vermehrt große Kerzen angezündet. Und wenn dann die Kerze teilweise heruntergebrannt ist, dann scheint ja das Licht durch eine helle Kerze immer noch hindurch, obwohl man dieses Licht im Grunde genommen nicht sehen kann. Und das würde ich als transluzent bezeichnen. Meine Leinwand ist heute 80 x 80 cm groß und deshalb greife ich auch zu meinem großen Rakelwerkzeug, um die erste Farbschicht aufzutragen. Und ich habe mich für das Azogelb Mittel entschieden. Das ist ein relativ warmes Gelb und es bildet sofort einen Kontrast zu dem Permanent Blau-Violett. Bevor ich allerdings die erste Farbschicht aufgetragen habe, habe ich meine Hintergrundbemalung mit dem Föhn vollständig angetrocknet. Danach folgt als zweite Farbschicht das Brillantgrün und ihr stellt mit Sicherheit fest, dass ich heute völlig andere Farben benutze und dass das Bild zunächst hier aussieht, als würde ich Colorblocking verwenden. Colorblocking ist ein Modetrend, der darauf abzielte, möglichst kontrastreiche Farben einzusetzen, aber auch jeder Farbe ihren eigenen Bereich zuzuordnen. Und genau daran erinnern mich die ersten Farbschichten bei diesem neuen Rakelbild. Mit dem Himmelblau hell, welches ich jetzt auftragen werde, verlasse ich die leuchtenden Acrylfarben und trage eine deckende Farbe mit höherem Weißanteil auf, sodass jetzt pastellige Töne auf der Leinwand Platz finden werden. Bei meinem zweiten Farbauftrag in Himmelblau habe ich mein Rakelwerkzeug nicht gesäubert. Und so ziehen sich das erste Mal ein paar Farbschlieren über die Leinwand. Ich werde in diesem Bild bei einzelnen Farbschichten öfter Farben wiederholen. Doch dieses Gelb ist nicht das Gelb, was ich vorhin aufgetragen habe. Es handelt sich dabei um das Primärgelb und das ist eine Spur kälter als das Azogelbmittel. Und damit kann ich dann, weil die Farben nass in nass gearbeitet werden, wiederum ein paar andere Farbtöne mit den bereits auf der Leinwand befindlichen Farben erzeugen. Auch jetzt greife ich wieder zu einem Pastellton und zwar zu dem Hellrosa. Normalerweise erhalte ich, wenn ich Rot und Weiß miteinander vermische, einen warmen rosa Farbton. Wenn ihr euch dieses Rosa auf der Leinwand jetzt einmal genauer anschaut, dann stellt ihr fest,
dass es sich dabei um einen relativ kalten Farbton handelt. Und um es ganz genau zu sagen, haben wir es hier mit einem blaustichigen Rosaton zu tun. Dieser blaue Unterton veranlasst mich, noch einmal zu der Hintergrundfarbe Naphthorrot Mittel zu greifen, aber ich stelle nach nur einer Bahn fest, dass mir der rote, knallige Farbton zu den anderen bereits auf der Leinwand befindlichen Farben so nicht gefällt. Als Hintergrundfarbe ist er hervorragend, obendrauf ist er mir zu laut, zu dominant und bringt eine Farbgebung hinein, die ich gar nicht haben möchte. Und deshalb arbeite ich noch einmal mit dem kalten Rosa über das Rot und anschließend zur Unterstützung noch einmal mit dem hellen Himmelblau, um diese Farbintensität wieder aus der Oberfläche herauszunehmen. Und anschließend greife ich zu dem Titanbarfell, was ich ja immer verwende, wenn ich kein reines Titanweiß verwenden möchte, weil es einen leicht altweißen, cremigen Farbton hat, der ganz hervorragend zu den Pastelltönen passt. Das Titanbarfell ist wiederum ein warmer Farbton. Also ich spiele hier ein bisschen mit kalten und warmen Farbtönen, um eine gewisse Stimmung auf meiner Leinwand zu erzeugen. Bei meinen sonstigen Bildern verwende ich die Farbe Gelb sehr selten, obwohl es eine positive Farbe ist, die für Licht, Sonne, Wärme, Freude und Helligkeit steht. Und sie gehört tatsächlich auch mit zu den Lieblingsfarben des Künstlers Vincent van Gogh. Und auch bei Gerhard Richter finde ich die Farbe Gelb immer wieder in seinen Bildern. Und deshalb habe ich mich auch bemüht, in diesem Bild vermehrt auf die Farbe Gelb zurückzugreifen, um einfach mit dieser wunderbaren Farbe zu arbeiten. Inzwischen habe ich auch mein Werkzeug gewechselt. Ich verwende jetzt meine Glättkelle, die aus Metall besteht, und trage dort die Farbe auf. Die Glättkelle sorgt dafür, dass ich auf kleineren Flächen arbeiten kann, denn ich möchte jetzt eher an die Details gehen und keine großen Flächen mehr mit Farbschichten überrakeln. Jetzt kommt es darauf an, mir zu überlegen, welche Farbe mir in dem Bild fehlt, welche Farbflächen ich wo einsetzen könnte und ob das Gleichgewicht in diesem Bild stimmt. Und als ich das dann so betrachtet habe, ist mir aufgefallen, dass das Brillantgrün vom Anfang sehr in den Hintergrund gedrängt wurde, hier und da auf jeden Fall noch durchschimmert. Ich es aber auch in jedem Fall wieder auf der Oberfläche sehen möchte. Und deshalb greife ich dazu und trage nochmal ein paar Farbflächen in Grün auf. Nachdem ich mein Bild in Ruhe betrachtet habe, ist mir aufgefallen, dass dort noch ein relativ großer gelber Bereich zu sehen war. Und den habe ich dann, indem ich das Hellblau benutzt habe, ein bisschen abgemildert.
Das habe ich auch noch mit einem anderen Bereich gemacht, sodass ich etwas mehr von dem Hellblau auf der Bildoberfläche gehabt habe. Anschließend habe ich wieder zum Gelb gegriffen, um dann dort an den Punkten, wo mir jetzt das Gelb fehlte, etwas nachzurakeln. Es ist also zum Schluss immer die Abwägung zwischen dem, was auf dem Bild vorhanden ist, was im Vordergrund ist und was durch das Rakeln teilweise wieder in den Hintergrund gestellt worden ist. In der Mitte des Bildes befindet sich eine relativ große Farbfläche Titanbuff-Hell und es ist bislang die einzige Farbfläche in dieser Farbe, sodass ich mich dazu entschieden habe, am Rand die Farbe auch nochmal aufzunehmen. Dadurch, dass aber die Farben alle nass in nass sind, vermischt sie sich jetzt stärker mit den bereits auf der Leinwand befindlichen anderen Acrylfarben. So langsam habe ich das Gefühl, dass das Bild fertig ist und ich trage nur noch ganz detailliert ein paar Akzente in hellem Rosa auf, um die pastellige Farbgebung des Bildes richtig schön zu unterstützen. Es sind völlig andere Farben als die, die ich sonst verwende und ich bin richtig gespannt, was ihr zu diesem Bild sagen werdet, weil mich das sehr interessiert. Jetzt zeige ich euch einmal in der Kamerafahrt das noch nasse Bild. Und ich bin sehr froh, dass von meiner Hintergrundbemalung sehr viel zu sehen ist und auch, dass sich sehr viele Inseln an manchen Stellen gebildet haben. Das ist ja bei jedem Rakelbild immer sehr unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich auch Stellen, an denen ich vermehrt Farbflächen und damit auch Farbschlieren habe. Das heißt, da haben sich Farben zusammengemischt, die ich gar nicht mit der Kelle oder meinem Rakelwerkzeug aufgetragen habe. Dann gibt es natürlich auch einmal die Kamerafahrt über das bereits getrocknete Bild und hier kann man auch wieder diesen Effekt sehen, nur eben nicht ganz so dramatisch, dass helle Farben auch dunkler auftrocknen, aber in ihrer Farbfläche natürlich auch hell bleiben. Und ich finde an dieser Stelle gerade den Kontrast von diesem wunderbaren permanent Blau-Violett zu den pastelligen Tönen wirklich wunderbar. Und auf der anderen Seite finde ich dieses Naphtholrot-Mittel gemischt mit dem Neapelgelb-Hell einen wunderbaren Hintergrund für dieses pastellige Bild. Zum Abschluss zeige ich euch einmal das fertige Bild, wie es jetzt an der Wand hängt. Und ich habe tatsächlich zwei Seiten gehabt, wie ich es hätte aufhängen können. Und ich habe es jetzt aber so aufgehangen, dass im oberen Bereich der rote Hintergrund ist und im unteren Bereich der permanent blau-violette Anteil. Und
ich finde es sehr schön, wie sich hier die Farben gemischt haben in dieser Ecke. Ich finde auch diesen klaren blauen Ton, der wieder an das Color Blocking erinnert, sehr schön. Und auch diese gelben kleinen Inseln und überhaupt die gelben Flächen, finde ich, tun dem Bild richtig gut. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Freue mich, wenn du dieses Bild kommentierst und mir für das Video ein Like gibst. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Hab noch einen schönen Tag.